Everyone, welcome anywhere in the universe. It is the duty of the opposite to fight against the light. That is what they told us. And think we have any other choice. Look, they are here. Time to go. Blah blah. Weil das ist so eine klassische. Ich kann euch nicht angreifen. Warum nicht? Probieren wir es doch mal. Der hat absolute Moonwalk drauf. Der ist nicht mal fähig. Vielleicht wieder nur mit dem aufgeladenen Angriff. Kaching! Also nicht. Kann jetzt ja nur noch eins sein, nämlich auf diese Viecher draufstampfen. Halt wie in Mario. Ich möchte übrigens. Alter, muss das jetzt ohne Spaß jedes Mal passieren, dass sie da so wegglitschen? Ich möchte übrigens mal erwähnen, dass das auch wieder Mario-Gegner sind. Hä? Achso, ich muss auch noch mehrmals auf die draufjumpen. Na, was ein Spaß! Ja, was ein Spaß! Ohne Spaß, wie häufig muss ich auf die draufjumpen? Super! Die Glitches are real. Das macht ja richtig viel Spaß hier. Es ist, die sind super schnell, what the fuck, einfach nur. So eine Sache dann auf den drauf zu jumpen. Ach komm schon! What the fuck? Wie schnell sie halt sind. Voll die Speedy. Speedy Shy Guys. Ist das überhaupt Shy Guys? Guck schon. Ich glaube, meine, dass das Scheiße wäre. Ja. Das ist auch wieder gut, wie gut man die Lebensanzeige von den Viechern sieht. Boah, das ist fucking unmöglich, auf die Dinger drauf zu jumpen. Ach, ätzend, echt ätzend. Aha. Okay. Das sind zumindest schon mal zwei Daumen. Dankeschön. Cool ist jetzt, wenn ich ihn verfehlen sollte, dann lande ich halt hinter ihm und sterbe nicht instant. Alter, das dauert ja mal wieder gar nicht lang, nö nö. Tausend Jahre später. Sag euch, dahinter ist kein Speicherpunkt. So wie das halt immer laufen muss. Am Anfang einer Stage gibt es einfach keine Speicherpunkte. The scanner finally came to visit me. Ach, das ist Dark Silver, ja. Me, the one who will bring death to them. Und das ist Silver! Storm, Killer, Silver. Ich sag zu diesem Namen gar nichts mehr. What did you expect, Silver? Und ja, ich weiß, das sind Anspielungen auf Menschen, die bei dem Fanger mitgeholfen haben. Aber ich weiß nicht, wer Silver ist. Ich habe keine Ahnung. Killer, I don't even know. Storm. Nä. So ja, also vorstellen, aber die Namen sind trotzdem scheiße. That is right, but I'm not only an oppositor. I don't care, I only need to know we have to fight against our will, but I will not fight now, let me see your strength. Auf jeden Fall ist da unser letzter Typ. Und er wird natürlich automatisch befreit, wenn der andere Typ weg ist. I can't believe it, I'm free again for such a long time. Issue, that doesn't really make sense, der macht das wirklich nicht. Must be reasonable, but... Ja, so welcome to our team, thanks, bla bla. I would like to talk a bit, but we have to talk. Ja, das ist mal eine vernünftige Einstellung. Wir müssen leider weiter. Keine Zeit zum Reden. And it's time to show the power of the onion. Chuchu, mach mal. Silver Giant, Silver's second jump is a really high jump. During a second jump, he cannot die. Aha, also wieder wie Dingsy. After that jump, he needs to recover. Like, Silver's weapon is already at level 3 and you can deal most damage with the charge bullet. Aha. I see. Hey, welche Gegner? Aus welchem Spiel mag dieser Gegner denn nur wieder sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Kann ich das Viech eigentlich irgendwie platt machen oder? Nein. Of course not. Das ist irgendwie ungünstig, diese Fähigkeit da von dem Kollegen. Zumindest an der Stelle. Und welchem Spiel ist der eigentlich? Hm? Also er ist ja anscheinend eine Eigenkreation. Mario, der hat bestimmt, das ist auch bestimmt kein Self-Made-Sprite. Das ist bestimmt auch aus irgendeinem Spiel. Hallo lieber Doppelsprung, heute mal nicht, ja? Okay.
So, das war eine ziemliche Kackstelle, ja. Was ist denn, Junge? Liegt auf 4, nicht auf 3 oder auch nicht auf 2. Dankeschön. Das war so eben hart. Ah, guck mal, Speicherpunkte sind uncool. Was macht er denn? Ich schmeiß irgendwie so eine komische... Na, toll. Das war wieder sehr gut. Alter Schwede, aber ich schmeiß so einen komischen Speer. Es geht eigentlich klar, wenn man weiß, wie man es machen muss. So. So. Theoretisch, der Junge macht doch den meisten Damage, oder? Aha. Ach ne, da bist du da, hey, ich jump auf dich drauf. Lol, was ist das denn für ein Viech gewesen, oder? Da ist noch irgendwas, ist noch aufgeploppt. Secretly secret. Oh. Hat doch sich den Kopf gestoßen, ist nichts gut. Wo sind wir eigentlich mittlerweile, hä? Wir sind jetzt nicht mehr in dem Mario-Hintergrund, wenn das mal nichts ist. Ach komm. Blizzarino. Nope, das war zu langsam geswappt. So, bitte. Ach komm schon. Ach Mann, du sollst dir doch nicht den Kopf immer stoßen an der Stelle. Ja, dankeschön. Not as bad, aber wenn da unten wieder so ein Spacko ist, der irgendwas macht. Oder aufploppt zumindest. Aha, so. Nicht aber sicher gehen, dass ich die Kollegas hier treffe. Oh Gott. Okay. Das ist wirklich halt gar nicht so schwer. Gar nicht, ja doch, eigentlich gar nicht so schwer. So, ich hätte gerne einen Speicherpunkt. Darf ich den bekommen? Nein, okay, fuck you. Ah! Natürlich plötten da wieder Viecher auf. Was auch sonst. Was auch sonst, ey. Wieder eine Stelle. Hey, wir haben keinen Speicherpunkt gekauft an der Stelle. Deswegen kriegen wir auch keinen. Obviously. Okay. Das ist eigentlich ganz cool mit dem Aufladen. Cool. Die Viecher haben gerade den Angriff geblockt, das ist. Sache. Das Coole ist, wenn man die halt jetzt verfehlt, dann ist es nicht so dramatisch, weil im Endeffekt. Also. Kann ich die einfach jetzt auch da rumschauen? Das müsste doch mit dem Eier schon umfallen sein, oder? Ja, wisst ihr mal. Das ist wieder definitiv eine Stelle für ihn hier. Dankeschön. Also, ne, da oben ist das rum, du bist noch ein Knopf. Hä? Hä? Man kann aber nicht nach unten jumpen, oder? Also. Ne. Okay, ich verstehe, wie das so funktionieren hat. And I'm not amused.
Oh mein Gott. Muss ich jetzt hier noch alle Gegner töten, oder was? Ach komm, weißt du, der spawnt einfach in mir drin. Was ist denn das wieder? Was für eine Scheiße, echt. Schon wieder, what the fuck? Ach guck mal, wir können in dir drin spawnen. Natürlich. Was auch sonst. Fakt ist, Shiat. Und vielleicht soll ich den Knopf noch drücken davon. Das ist schon so ein kleiner What the fuck Moment jedes Mal. Du siehst halt auch nicht, wo die Dinger spawnen, ne? Ja. Da musst du einfach Glück haben, schätze ich mal. Dass sie einfach nicht in deinem Gesicht spawnen. Aha, danke. Das wäre jetzt gut gewesen, wenn ich da reingelaufen und leck mir mal Arsch. Was ist denn das schon wieder? Ach, da kann man nicht wieder zurück. Sehr gut gemacht ist das ja wieder. Ach man. Ja, da muss man hier den Drachen wieder benutzen. Oh mein Gott. Warum? Aber warum kann man denn da nicht wieder zurückgehen? Das ist auch so eine gottverdammte Grütze. Oh, jetzt muss ich den Scheiße da von vorne machen. Ne? Oh, das ist so gut. Nicht. Das ist echt, das ist Putze, ja. Wenn ich Putze sage, meine ich Putze. What the fuck, einfach nur. Ach. Guck mal, ich bin oben auf der Plattform. Oh, ne, bin ich doch nicht. Ich falle jetzt mal runter, ja? Mit Ansage. Guck mal, ja. Ich weiß nicht, was da gerade drauf gegangen ist, aber irgendwer ist schon mal gestorben. Das ist schon mal nicht schlecht. So, komm her. Ach, ich hab den Knopf nicht gedrückt. Ich bin ja wieder. Ich bin ja wirklich wieder ein ganz kluger, also. Und wenn es Preise geben sollte, ne? Ich bin bereit für Preise. So, jetzt nochmal. Der Drache ist auch schon direkt der richtige Charakter. Ja, ne? Nee, so nicht. So hat das nicht zu laufen, Kollegas. So hat das nicht zu laufen. Es ist halt, an sich ist es halt wieder Try and Error. So wie das halt immer ist. Ach komm, musst du jedes Mal da dran stehen, wenn er das schafft? Aha. Ach, okay. Schießt dein Speerchen in die falsche Richtung, habe ich ja gar kein Problem mit. Ach ja. Das ist natürlich wieder gut, wenn die Dinger. Das ist. Wirklich, das ist, da muss man Glück haben. Das geht gar nicht anders. Ja, das ist ja wieder da. Alter Schwede, ne? Wenn das wieder alles nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Mal sehr deprimierend. So, komm schon jetzt hier. So, weiß ich nicht, ob die beiden Geister noch leben oder wie das aussieht. Obviously leben nicht beide Geister mehr. Ach, das ist. Also massig Sprünge und dann verkackst du aber den Laden nach einfach. Was ist denn das für ein Scheiß? So, man ist auch wieder an der Stelle, wo ich nicht ganz verstehe, wo der Checkpoint geblieben ist. Es ist ja nicht so, als würde diese Anfangspassage ein bisschen was dauern, ja, aber... Teach me if I'm wrong. This guy's teach me.
Aha, danke schön. Thanks a lot. So. Ganz ehrlich, ich glaube, war so klar, dass hier wieder so ein Scheißding ist. No, I don't care, I don't care. So, jetzt ist aber wieder die Frage, wenn ich den Knopf drücke, was passiert dann? Nur das? Okay. Dachte, jetzt kommt wieder irgendeine Trap. Ich meine, Traps gab es nicht viele in dem Spiel, ja, aber schon ein paar. Ah. Cool. Lizarino. Okay. Okay. Not that hard, actually. So, jetzt ist ja die Frage, wie denn das funktioniert, ne? Schaffe ich das mit dem hier? Ja, schaffe ich. Die Walljumps von dem Kollegen hier sehen übrigens sehr, sehr merkwürdig aus. Muss ich nochmal so erwähnt haben. Willst du mir jetzt ernsthaft sagen, dass ich jetzt hier warten muss? Ja, wo bleibt der denn da rein? Ja, geht doch. Man schon mal direkt einen ausgelöst, oder? Das ist obviously was, wo der Drache zum Einsatz kommt. Ja, sicher doch. Da muss ich mir gerade so einen Zacken konzentrieren, ey. Oh Mann, oh, wirklich! Wirklich, ja? Weißt du, tausendmal gehst du da hin und her? Ach komm. Manchmal kühlt mich das, manchmal kühlt mich das nicht. Tausendmal gehst du da hin und her und dann stirbst du an so einer Nichtigkeit einfach. What the fuck? Kann ich jetzt bitte nicht mehr an dieser Nichtigkeit sterben? Ja? Ja? Ist das möglich? Dankeschön. So, hier hätte ich glaube ich am liebsten den Kollegen. Obviously, was man machen muss. Ja. Problem ist, hier kann man nicht nachjustieren. Das heißt, ja, man muss dann treffen. Treffen wie treffen, treffen. Und ich meine, das kann man halt. Und sich zweimal machen. Oh, danke schön. Und zack, in den Laser reingejumpt. Oder auch nicht. Oh, Speicherpunkte. Oh, ja. Okay. Fuck you. Fuck you guys. Fuck you. Fuck you. Pff, natürlich spawnt der da vorne in mir drin. Ah. Das ist auch so eine Messlauf-Scheiße. Nicht mal im Arsch. Wo ist der andere? Ich musste so wieder alle tippen. Ach, das ist ein Bett im Sturm. Interesting. Kann ich da nicht durch Hände schießen? Ja, ja. Dann ist es ja relativ unlustig, da hinten noch Spikes und alles, allen Scheiß hinzubauen. Oh, okay, welcher Punkt? Das sieht so aus, als würden wir wieder richtig gen Boss gehen. You are still alive! Well, that is what I expected. There was no real problem, the weakest man can stop us. I see, then you know I have to do it now. Fire your unit, blah blah blah. What can I say? Don't unarrest me, he owns a special power. That is right, you are captured. Was? I'm a master of darkness, stronger than everything you fought against. Ja, das ist logisch, dass die Bosse schwerer werden. Mit fortschreitendem Level halt. Wie steht's eigentlich da?
Jetzt mal nachgucken. Klar, nein, verliert. This is our home, a dark world created by the dark. It seems not to be very nice. Don't have permission to live in this universe. Have a life at this terrible place. It's immense. So terrible sieht halt doch gar nicht aus. What the fuck? Sternchen, alles schön und hell. It's supposed to be a universe. I want a wrench. Kill every creature of the light. Change the universe. Thousands of years. Ja, Weltherrschaft, bla bla. Ich alleine mach das, bla bla. Let us have fun. You can live everywhere in this universe. If you would stop to attack us, we would accept you. Na, das glaubst du sicher nicht. Das wir können. Change the past, the world of bla bla. Diese Story, weißt du? Es ist halt, hey, wir wollen die Weltherrschaft erlangen und es gibt vier, die das stoppen können. Dann ist jeder Dialog ist wieder der gleiche. Ja? Essen! Wunderschön. Und es kommt immer Essen, wenn es gut passend ist gerade. Und Luda. One of you speaks, bla bla, Luda ist der current leader. Warum ist Luda der Leader? What the fuck? I wish this come true. He also gave me a special power. He gave me light crystal, an immense power source, which will make it possible for you to win. Lose this fight, you know, count on us. Okay, ich werde einen Versuch auf den Boss machen, ja, weil wir uns jetzt ja schon den ganzen Dialog gegeben haben. Dark Silver. Hey, random Gegenstände. I see what you did there, brother. Ah, okay, cool. Das ist nicht so einfach. Weil da ganz viele random Gegenstände durch die Gegend fluppen. Aber wie dem auch sei, ich geh jetzt was essen. Und bis zum nächsten Mal bei einer Wannabe myself.